sich unsere Demonstrationen in Bewegung setzen und wir gehen ans Ufer der Spree. Und am Ufer der Spree sind auch sehr viele Sachen gebaut worden und auch sehr im Interesse des Kapitals und nicht im Interesse der Menschen, die dort in den angrenzenden Vierteln wohnen oder wohnten zum Teil. Und da gab es eine große Initiative, die hieß Media Spree versenken. Und darüber hören wir jetzt einen Redebeitrag. Ja, Media Spree versinken hieß das Thema von 2006 oder 2004 an bis 2011. Da gab es eine große Initiative, es gab einen Bürgerentscheid, 30.000 Leute haben abgestimmt und haben gesagt, kein Scheiß Media Spree auf unseren Ufern, jedenfalls nicht zwischen Friedrichshain und Kreuzberg. Und trotzdem 30.000 abgestimmt hatten, das waren damals so viele wie der Bürgermeister hier in Friedrichshain-Kreuzberg auch dafür bekommen hat, dass er Bürgermeister wurde. Also das heißt, diese Initiative war damals sehr gut legitimiert. Trotzdem ist die Initiative gescheitert und mit ihr auch die Demokratie, wenn man so will. Weil in diesem Bürgerentscheid damals, wo 30.000 Leute abgestimmt hatten, es gab auch einen Sonderausschuss und da wurde viel darüber verhandelt, wie die Stadt aussehen kann zukünftig an dieser Stelle. Und aus dem, was da an Vorschlägen kam, aus dem, was aus der Anwohnerschaft hier aus den beiden Bezirken kam und auch aus dem, was sozusagen einmal allgemein über die Stadt hinaus an Interessen zu diesen beiden Uferstellen gegeben hat, wurde nichts davon umgesetzt, nichts, wirklich gar nichts ist davon umgesetzt worden. Und das ist natürlich irgendwie dann auch ein Skandal, wenn man sich eben nochmal überlegt, wie gut die Initiative über den Bürgerentscheid legitimiert war und hinterher ist nichts mehr rausgekommen. So, jetzt haben wir halt eben das Malheur, jetzt ist hier irgendwie die ganze Media Spree vollgebaut mit diesem ganzen Kommerzscheiß. Irgendwie, wir haben das ja schon gesehen, was da alles irgendwie steht. Also der öffentliche Raum ist sozusagen schon privatisiert. Dieser ganze, es ist alles ein Riesengemauschel gewesen. Irgendwie die Straßen wurden irgendwie vom Bezirk irgendwie bebaut. Dann wurden die an die Anschutz AG, die da eigentlich der Eigentümer ist, irgendwie zurückgeschenkt. Die hat das in ihr Konzept eingebaut. Das ist auch einer der Gründe, warum wir heute irgendwie nicht dort direkt demonstrieren können, wo wir das eigentlich wollen. Nämlich nicht direkt vor der Halle, sondern leider irgendwie ein ganzes Stück weit weg, irgendwie vorne auf dem Platz. So, diese Media-Spree-Versenken-Geschichte ist also, wie wir gesehen haben, irgendwie gegen demokratische Standards durchgesetzt worden, gegen die Interessen der Nachbarschaft und auch gegen jedes gute Wissen. Es geht nur noch um eine Kommerzialisierung an dieser Stelle. Media-Spree-Versenken ist also richtig scheiße nach wie vor. Wir wollen heute nochmal hin und am besten alles abrockern, was da irgendwie sich an Scheiße angesammelt hat. Also viel Spaß, kommt mit. Scheiße.